Dann sind zwei weg. Und eins kommt unten in die Stube. Da kommt ein Deko rein. Lampen und so. Mal gucken, was da alles reinpasst, ne? 621, ich könnte ja noch... Aber wir wollen erstmal los, würde ich sagen, ne? Ist sie? Weißt du was? Die packe ich auch hier erstmal rein. Noch ist sie nicht verbraucht. Den Bauplan packe ich auch rein. Den Holzhammer packe ich auch rein. Eine Plane habe ich noch. Wo hast du die? Die hast du noch nicht. Dann packe ich die auch erstmal da oben rein. Wenn wir wieder hier sind. Ja, das hier oben ist jetzt meine Müllkiste. Ja, dann räumen wir... Wir bauen dann, wenn wir wieder hier sind. Ich habe aber jetzt nichts weiter zu essen. Wäre schön, wenn wir Nähzeug finden. Ja, deswegen sollten wir losgehen. Und ich baue mir... Habe ich alles Holz reingetan? Ich fäll noch schnell einen Baum. Okay. Ja, wegen... ich mache mir wieder so einen Speer für die Fässer. Der Speer ist schön billig. Es geht relativ schnell kaputt und du machst dir nicht das gute Werkzeug kaputt. Ach so, ja. Lustig, und Holz können wir eh gebrauchen, ne? Kann man nie genug haben. So. 57. Speer, da ist er. Der ist auch schnell wieder hergestellt. Eine Pistole haben wir. Oh, geil. Ist ein Suchscheinwerfer. Die ist leer, wa? Hm? Die gluckert, als ob sie... Ein Suchscheinwerfer? Ja, das kommt dann oben zweimal auf dem Dach. Dann ist die Fläche doch genutzt. Ja. Kann das Haus nicht mehr verfehlen. Ja, wir müssten so eine Ölquelle finden, ne? Ja, ich auf der Karte habe ich keine gesehen. Aber dann müssen wir halt viel Tiere jagen. So, und jetzt kann ich trinken. Oh, Erze. Ich trinke mich erstmal voll. Ich hatte, weiß ich, 75 oder irgendwie sowas. So, und dann mache ich die Flasche wieder voll. Ah, bin ich doof? So. Speer, los geht's. Ah, das nehmen wir, wollen wir das hier auch, ah, hier den Mais kann ich doch auch mitnehmen. Ich brauche ja noch was zu essen. Da habe ich doch was. Wollen wir den Stein hier auch mitnehmen? Nö, den will ich im Nachhinein mitnehmen. Ja, gut, gut. Gehen wir erstmal zum Haus, ne? Weil ich würde versuchen, so viele Fässer wie wir kriegen mitzunehmen. Ja, wir brauchen das Loot. Da drin, das gute Loot, ne? Richtig. Das, den Technikkram. Ich glaube, da oben liegt schon was. Und wenn du einen Bär siehst und oder ich einen Bär sehe, dann wird geschrien. Egal, auch mitten ins, in den Satz fallen, bin ich nicht böse. Wenn die so aggressiv sind, ist das, glaube ich, besser, wenn wir da jetzt erstmal richtig aufpassen, bevor wir uns nicht richtig geschützt haben, ne? Hm. Aber das Holz nehme ich jetzt mit, da musst du durch. Nehme ich auch immer heimlich mit. Oh, hast du viele Steine? Ja, hier ist, dafür ist ein gutes Gebiet hier. Also Erze werden wir hier auch so finden. Öl wäre wichtiger, ne? Wenn wir so eine Ölraffinerie finden. So einen Steinbruch können wir uns ja auch selber bauen. Aber da brauchen wir die Ölraffinerie. Nicht die Ölraffinerie, die Öltankanlage. Wenn es keine geben sollte, dann... Dann gibt es eben keinen. Dann gibt es eben keinen. Dann dauert eben alles ein bisschen länger, ne? Ein schwebendes Fass, guck mal. Ja, die gibt es ja per Airport, aber die Chance ist gering. Dann schwebt das Fass. Ja, pass mal auf, gleich schwebt es nicht mehr. Oh. Also einen Kanister brauche ich, glaube ich, gar nicht mitnehmen, ne? Doch, doch. Ja? Na gut. Nun! Das ist Leben. Ich will Eier. Huhn, gib mir deine Eier! Wo ist es denn? Na, ich höre es hier bloß gackern. Ach so. Back, 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 back. Bratpillen gefunden. Hier ist nur Futter drin. Holz. Holz. Aber hier drin? Gar nichts. Nö, nix. Ne, Metallfragmente waren drin, die habe ich mitgenommen. Ja, die waren bei mir wieder unsichtbar. Ja, ja, das kenne ich. Das Spiel kenne ich auch. Also nicht nur, dass du nur denkst, das ist bei dir so. Oh, eine Klinge, eine Klinge, eine Klinge, eine Klinge ist gut. Die gute Axt. Dann brauchen wir noch Rohre, ne? Ich gucke hier mal. Ich habe eine Wasserflasche gefunden und noch was zu essen. Granola-Bar. Zahnrad. Metallfragmente.
Zahnrad ist auch gut, dann können wir uns wenigstens mal eine Armbrust bauen. Wenn wir hier so wenig finden sollten, ist das immer ganz, ist das ja die zum Beispiel wäre das eine Alternative, da will ich hoch. Halbautomatisches Waffengehäuse. Sehr schön, das ist die erste Waffe. Kommt man hier irgendwie hoch? Bauen wird man ja hier nicht können. Oh, Kiste. Ah, das ist eine Metkiste. Meins. Was war da drin? So ein grüner Kasten. Ja, sehr schön. Sowas haben wir natürlich jetzt noch gar nicht, ne? Großer Verband. Zwirn, Zwirn. Habe ich die mitgenommen? Nee, Zeug. Oh, wie viel? Na, eins. Oh. Glaube ich. Nee, vier. Ach so. Ah, ich habe einen Verband. Oh, 23 hochwertiges Metall. Ja. Oh, Vorsicht! Oh, der ist schon wieder hier. Habt ihr das gesehen, wie er da sich drauf stürzt? Da muss man aufpassen, dass man nicht mit umgehackt wird. Dreimal Nähzeug. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Ein Gewehrgehäuse habe ich gefunden. Wir können uns richtige Waffen nachher bauen. Wir brauchen noch Metallrohre. Ein ganz normales Gehäuse? Ja, ein Gewehrgehäuse. Das ist fürs Gewehr. Ja, ist immer noch besser als das halbautomatische Gewehr. Halbautomatisches Waffengehäuse habe ich jetzt auch. Also wir können uns schon Schusswaffen dann nachher konstruieren. Wir müssen bloß dann eben den Kram finden, ne? Die Rohre. Hier kommt man nicht rauf, ne? Erstmal das. Kiste. Ah, Zahnräder. Teilklingel. Oh, radioaktiv. Metallklinge ist gut. Wir brauchen das für die gute Axt. Was ist das? Ach, eine Wasserflasche. Nehme ich mit. Haben wir drei. Die Wasserflasche reicht eigentlich auch. Dann brauchst du das olle Ding da nicht bauen, ne? Nachfüllen lässt sie sich auch. Ich bin gespannt, ob man jetzt hier hochkommt. Ja, das suche ich ja schon die ganze Zeit. So, ah, hier ist noch ein Fass. Das nehme ich noch mit. Ja, eine Seite ist eine Treppe. Metallklinge? Habe ich jetzt schon drei. Aber wir haben noch keine Rohre gefunden, ne? Mm-mm. Hier ist eine Treppe. Nee. Ach, da. Gott. Das auf und oben ist dann nachher ein Granola-Bar. Ja. Oder eine dünne Decke, wo wir dann durchbrechen und zu Tode stürzen. In einen Raum, wo lauter Bären drin sind, die Hunger haben. Hm. Das wäre mies. Mhm. Der Lütte von meinem Bruder, ne? Da war ich doch heute, habe ich dir doch erzählt, dass wir da zu meinem Vater fahren wollen zum Abendbrotessen, ne? Mhm. Ich hatte aber gar keine Zeit zum Abendbrotessen. Ich musste ja noch was abholen. Ich hatte meine Tasche gestern beim Kunden vergessen. Der wohnte auch dort in dem gleichen Ort. Aber das war nicht schlimm, ne? Aber da musste ich dann noch Kaffee trinken und Kuchen essen. Und dann haben die mir noch wow. Kaffee mitgegeben und eine Flasche Wein mitgegeben. SMG-Gehäuse. Ah ja, toll. Und dafür klettert man jetzt hier hoch. Was? Das ist wunderbar. Kriegen wir eine gute Waffe draus. Soll ich? Oh! Wie schießt? Oh! Bist du tot? Ja. Ah! Ich auch. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's noch überstanden. Einmal daneben getreten, du. Kommst du schnell nach oben? Ich bin wanted. Ich lebe noch, scheinbar. Wo bist du denn? Treppe. Ich bin noch auf der Treppe. Ja, irgendein Stockwerk bin ich. Ich beeil mich. Ich sehe dich noch nicht. Ich lauf die Treppe jetzt runter, ne? Nee, hoch. Hoch? Wo sollst du denn da liegen? Ich war doch eine Etage tiefer. Okay, dann geh runter. Ich sehe hier nicht viel. Ja, ich beeil mich. Ich gucke aber, kann aber sein, dass du recht hast. Ich bin ja auch einen Schritt daneben getreten. Nicht, dass du denn hier liegst. Runter geht schneller. Ach Mann, beinahe wieder. Oh, jetzt bin ich tot. Ah, scheiße. Warte, ich gehe trotzdem hochgucken. Deine Leiche sichern, dein Zeug. Hier könntest... Nee, wo bist du gelandet? Junge. Ich bin, glaube ich, jetzt runter komplett. Hallo. Muss mich umdrehen. Bin komplett runtergefallen mit meinem Tod. Bist doch ganz nach unten, wa? Nee, ich war auf eine Treppe.
Komisch. Wo ich denn gestorben bin, bin ich dann runtergefallen. Ach so, warte, ich müsste dich ja jetzt eigentlich sehen, ne? Oh, hier liegt er. Bei sowas bin ich ehrgeizig. Fackel hebe ich mal auf. So, jetzt habe ich wieder 52. Und dann werde ich noch den Kürbis essen. Und dann geht das auch wieder. Sammel mal dich zurecht. Och, du bist ja da oben, musst du daneben getreten sein. Da ganz oben. Und dann irgendwo an der Treppe hängen geblieben. Du musst mal gucken, nachher nach oben gucken, wie hoch das ist. Oh, pfui, pfui. Warum brennt denn hier das Licht? Ja, schön in die Mitte rein. Wir sind jetzt hier ein Stückchen weiter. Wenn wir jetzt da ein Stückchen weiter gehen, ist noch eine Stelle, wo wir hin könnten. Was sagt mein Inventar? Sagt, das geht noch. Wenn wir nichts weiter mitnehmen, wenn wir eine Lootrunde machen. Aber Material finden wir hier ohne Ende, ne? Ja. Hier liegt so viel rum. Ich hätte noch 4 Slots frei. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 frei. Und wenn ich die Körner wegwerfe, habe ich noch 11 frei. Also könnten wir doch losgehen, oder was? Zu dem anderen Haus. Gebäude. Da. Oh, meine Waffe ist weg. Naja. Welche? Na, die EOK. Der ist die weggefallen. Nimm du mal hier die Munition. Dann spare ich schon mal einen Platz. Guck mal da oben. Wo denn? Da auf den Stein. Ist da bei dir kein Huhn? Da? Ach, da. Da habe ich gar nicht hingeguckt. Soll ich? Hier. Oh. Oh. Es backt fest, ich muss es retten. Ja, hack. Da hinten ist, glaube ich, ein Leuchtturm, ne? Schade, ich krieg's nicht gerettet. Nee, das könnte die nächste Anlage sein, da hinten. Da hinten ist ein Leuchtturm. Die Straße darunter nicht, meinst du? Nur das geradeaus ist ein Leuchtturm. Ja. Weiß ich. Ach so. Warte mal, mir ist warm. 40 Grad, 41 Grad, das geht noch. Ich bin ein heißes Mädchen. Oh. Das ist ja hier interessant. Gucke mal. Guck mal hier an den Felsen. Interessant, ne? Hey, wie geht das? War was? Ja, das andere nehmen wir nachher mit. Aber Holz können wir ja erstmal, denn man muss sich ja auch zwischendurch noch einen Speer bauen können. Also ich mir. Ein Kaktus, wenn ich dagegen laufe, tut das weh? Nein. Das ist mir gestern bei Outlast 2 passiert, da liegen Kakteen rum. Und immer wenn du in die Gegend läufst, dann schreit er und stöhnt und quietscht und erschreckt sich. Und ich natürlich auch. Naja. Böses Spiel. Böses Spiel. Ganz böses Spiel. Aber diesen Outlast 2, 1 sollte schlimmer gewesen sein. Ja, ist es auch. Okay. Oh. Ernsthaft jetzt. Also ich habe ja nun schon eine Weile, ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Ich habe ja schon ein bisschen gespielt und ich denke mal auch. Und wenn diese Folge erst scheint, ist das sowieso schon alles lange Geschichte. Oh, hier ist ein Fehler, aber was für eine. Das sieht ja geil aus. Das sollte wohl mal eine Pfütze sein. Interessant. Wir sind in der digitalisierten Welt. Das nehme ich nicht mit. Das kannst du vergessen. Nimm doch nicht hier dein rohes Menschenfleisch. Nee, ich wollte das nicht mitnehmen. Dafür wird's fit sein. Das Fett oder so, ne? Das ist immer nützlich. Also auf jeden Fall nützlich. Seile nehme ich auch mit. Das brauchen wir auch, wenn wir eine Luke bauen wollen. Vorsichtig. Klinge. Mhm. Sehr schön. Jetzt fehlen nur noch die Rohre, ne? Dann könnten wir so eine... Und Verkehrsschilder waren das, glaube ich, ne? Das andere. Ja. Damit man dieses gute Schlagwerkzeug bauen konnte. Und Rohre und Klinge, glaube ich, für die gute Axt, ne? Yep, yep. Oh, ein Tank. Achso, du musst den Stoff wieder mit. Aber ich nehme jetzt keinen Kanister mehr mit, so. Dann nehme ich ihn mit. Die wollen den ganzen Platz blockiert, der Hund. Aber Hanf nehme ich mit. Blockiert aber auch. Ein Slot und der ist stackbar. Opa, also das richtig, ist auch stackbar. Ja, 5 Stück. Ja, und reicht doch.
Nein. Mir aber nicht. Immer diese Sonderwünsche. Radpillen. Thunfischdose. Die Samen schmeiße ich jetzt erstmal weg, ne? Mhm. Arschloch. Hier in der Mitte. Nee, jetzt bin ich schon vorbeigelaufen. Du, da hinten steht erst, da ist das Gebäude. Ich hab's schon gesehen, wo ich hin wollte. Hast du zufällig einmal Radpillen dabei? Ja. Falls das da verstrahlt sein sollte. Oh, ich muss was trinken. Mal hin, ne? Tschüss, tschüss. Fackelmann ist unterwegs. Ja, Manfreds Computer hat ein bisschen rumgespackt und wir wissen gar nicht so genau warum, ne? Ja. Mit Eimer geht wieder alles, ne? Deswegen habe ich dem Manfred gesagt, er soll sich mal mit dem Ding hierher bemühen und dann gucken wir uns alles mal in Ruhe an. Ich habe ja hier auch mehr Ressourcen. Also es kann ja durchaus sein, da ist ja mal eine BIOS-Batterie drauf, dass die leer ist. Dann machen die Dinger mitunter auch Dinge, die sie nicht sonst so nicht tun. Es wird dunkel, kann das sein? Wenn ich die Sonne sehen würde. Es wird also langsam dunkel, wir haben noch genug Zeit. Ich habe einmal gutes Eisen gefunden. Oh, hier ist ja noch eine Kiste. Oh, noch ein Waffengehäuse. Ja, wenn wir Rohre finden, kannst du losgehen. Dann können wir uns andere Waffen bauen. Da gibt es ja das halbautomatische Gewehr, die kleine Pistole, wo dann nachher auch ein Waffenlicht wieder drauf passt. Da wäre ich sehr dafür. Das war immer ganz praktisch, ne, mit dem Waffenlicht. Da hat man immer schön Beleuchtung. Bloß, dass man hier nicht hochkommt, das ist ein bisschen ärgerlich. Und bauen kann man ja hier nicht in diesen. Das haben wir ja schon mal beide probiert. Die Folge habe ich heute bearbeitet. Ah, was sehe ich denn da? Ah, das ist zu. Hier war ein Tunnel. Ach, mal, was ich gefunden habe. Wo bist du überhaupt? Ein Versorgungssignal. Ein Versorgungssignal? Für einen Airdrop. Ja. Hier ist nichts drin. Kann ein Airdrop rufen. Machen wir nachher, wenn wir bei uns sind, ne? Ich wäre jetzt voll. Ich habe noch Platz. Ich habe noch zwei Slots frei. Dann passt das. Und ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Wir laufen aneinander vorbei, wenn wir nicht aufpassen. Ja, du bist gerade bei mir vorne vorbei. Ich bleib mal irgendwo stehen. Da, ich sehe dich. Hinbleiben geht nicht. Oh, Radpillen. Ja, sehr schön. Aber bisher geht's, ne? Ja. Das war's aber auch schon an Gebäuden hier, ne? Also wie eine Pumpanlage wird es denn hier wohl nicht geben. Ach, die können wir ja vielleicht irgendwie durch einen Airdrop bekommen. Da bin die ich kann man auch durch einen Airdrop bekommen? Ja. Aha. Und kann man die denn irgendwo hinstellen oder muss man da auch mit Bodensprengung arbeiten? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich denke mal, beim Steinbruch war es ja wichtig, ne? Damit er richtig funktioniert. Warst du hier oben schon gewesen, wo dieser große... Ah, hier ist noch was. Da war ich schon. Aber das Fass hast du nicht gesehen. Ja, das passiert. Ich bin ja Hast du deine Brille nicht auf? Oh. Ah, ich sehe noch sehr gut ohne Brille. Ich habe nur 0,5. Oh, hier backt eine Kiste an den Stein. Oh, da ist aber ordentlich was drin. Kann ich das noch mitnehmen? Wasserflaschen habe ich 3 Stück, da packe ich jetzt eine von rein. Achso, den Apfel kann ich doch essen. Und die kann ich auch essen und die Mütze setze ich wieder auf und dann habe ich wieder Platz. Oh, hier ist aber hübsch. Kann man da nicht rein? Doch. Aber hier ist nichts mehr, hier war der Manfred schon drin. Hier war der Manfred auch schon drin. Nein, hier war der Manfred nicht drin. Hier ist eine Kiste und hier ist ein SMG-Gehäuse.
Oh, dann hat sich aber gelohnt. Aber wir haben bloß noch keine Metallrohre, aber die werden wir schon finden. Na klar. Die haben wir später massenhaft gefunden. Ja. Wir haben ja auch genug Lootkisten um uns rum. Wenn ich das da so sehe. Ich höre einen Airdrop. Du hörst einen Airdrop? Oh, ich glaube, der hat bei uns zu Hause abgeworfen. Da. Zurück. Komm. Ich sehe den gar nicht auf der Karte. Ich habe hier die Map an, aber ich müsste da mal raustappen und aktualisieren. Aber uns sehe ich. Oh, Manfred. Das wäre Zufall, dass wir gerade einen bekommen. Ja, dann können wir das andere... Ah, jetzt sehe ich den Airdrop. Ganz unten an am Kartenrand. Und immer schön auf Viecher aufpassen, ne? Mhm. Gott sei Dank haben wir noch keine gesehen. Also nicht die, die gefährlich sind. Die ungefährlichen können natürlich... Die zählen jetzt nicht, also Hühner oder sowas. Das ist ja nicht so... Ein Huhn hatte ich noch nicht getötet, ne? Nee. Weil diese Waffe hat ja nur einen Schuss und dann muss sie nachladen. Das ist natürlich denn schlecht, wenn man angegriffen wird. Ist richtig. Ich frage mich, warum ich hier auf dem Berg rumlaufe. Ja, frage ich mich auch gerade. Ich habe das gerade gesehen auf der Karte. Meinst du, es ist wirklich bei uns? Naja, hier ist ja gleich dieses große, lange Ding. Ja, bloß wenn du denn... ja, ich sehe es schon. Wir müssen aufpassen, denn bei uns auf der Seite bist du gestorben. Das sieht man und du läufst da jetzt fast hin. Ich glaube, ich sehe dich da oben laufen auf dem Berggipfel. Ja, tatsächlich, ich sehe da so einen kleinen Punkt. Du bist aber klein. Ja. Ein kleiner Manfred. Mit der Knarre in der Hand komme ich durch das ganze Land frisch und froh angerannt. Ist dich denn da unten? Nee, ich weiß gar nicht, wo du bist. Nee, ich sehe dich jetzt auch nicht mehr.